Man sieht sie auf den Straßen, in Einkaufszentren und in ganz seltenen Fällen auch mal in öffentlichen Parkanlagen. Aber auch nur, wenn die Sonne gerade nicht scheint. Die Rede ist von Gingern. Der Begriff Ginger kommt aus dem Amerikanischen und bedeutet grob übersetzt der, der mit dem Teufel im Bunde ist, beschreibt eine Untergattung der rothaarigen Weltbevölkerung. Schon im frühen Mittelalter erkannte man die Bedrohung, die von Gingern ausging. In ihrer Nähe verschwanden Kinder, erkrankten Menschen und starben Tiere. Da man allerdings entwicklungstechnisch noch nicht so weit war zu erkennen, dass es sich nicht bei jedem Rothaarigen auch automatisch um einen Ginger handelt, wurden sie allesamt stereotypisch der Hexerei besichtigt und dann schnell öffentlich hingerichtet als Homosexuelle im Jemen. Doch was ist denn nun genau der Unterschied zwischen einem normalen Rotschopf und einem Ginger? Normale rothaarige Menschen haben ihre Haarfarbe einer Mutation auf dem 16. Chromosom zu verdanken. Diese führt zu einer Veränderung des Proteins MC1R. Die Folge? Anstatt des dunklen Melanins befindet sich nun Pheomelanin in Haut, Haaren und Augen, wodurch es zu roten Haaren und blasser mit Sommersprossen übersäter Haut kommt. Normale Rothaarige sind also keinesfalls Monster, sondern lediglich Mutanten. Der handelsübliche Ginger hingegen ist während des Heranwachsens im Mutterleib leicht mit einem Albino zu verwechseln. Oder um es mit anderen Worten zu sagen, seine Haut und Haare sind weißer als die Mitglieder des Ku Klux Klans. Doch wie kann es dann dazu kommen, dass rothaarige Menschen oft mit Gingern verwechselt werden? Ganz einfach. Bei Gingern handelt es sich um parasitäre Lebensformen. Sie ernähren sich vom Blut und den Seelen ihrer Mitmenschen. Je mehr Blut ein Ginger zu sich nimmt, desto stärker und leuchtender wird der Rotton seiner Haare. Ähnlich verhält es sich auch mit seiner Haut. Der Ginger erhält eine Sommersprosse für jede Seele, die er einem anderen Menschen klaut. Und dies passiert schneller, als man denkt. Meist reicht dafür ein simples Händeschütteln oder ein anderer kurzer Körperkontakt bereits aus. Polen-Style. Doch wie erkennt man jetzt, ob es sich bei einem Menschen um einen einfachen rothaarigen oder einen gefährlichen Ginger handelt? Nun, dies ist vom rein äußerlichen Betrachten gar nicht mal so leicht. Schauen wir uns mal dieses Bild hier an. Ist der Junge nicht niedlich? Nein. Denn zoomen wir einmal näher heran, sehen wir in seinen Augen, dass es sich bei diesem Kind um eine Ausgeburt der Hölle handelt. Hätte seine Mutter mal besser abgetrieben. Kommen wir zum nächsten Bild. Auf diesem Bild sehen wir einen der wohl bekanntesten rothaarigen Menschen auf YouTube mit seinem Propagandavideo, in dem er der Menschheit weismachen will, dass Ginger ebenfalls Seelen hätten. Tja, und damit hat unser Doppelwhopper gar nicht mal so unrecht. Denn so fett wie er ist, besitzt er bestimmt die Seelen seiner kompletten Nachbarschaft. Doch woher weiß ich, dass es sich bei diesem Pummelchen denn jetzt um einen Ginger handelt? Nun, leider ist die Qualität des Videos zu schlecht, um zu sehen, ob dieses Exemplar wie unser kleiner Satansbraten zuvor ebenfalls so seelenlose Augen hat. Zoomen wir jedoch in die linke obere Ecke des Videos, so erkennen wir zwischen den Ästen ein uns Deutschen recht bekanntes Symbol wieder. Ein Zufall? Keineswegs. Denn der Mensch, den man direkt mit dem Hakenkreuz in Verbindung bringt, ist einer der wohl berühmtesten Ginger aller Zeiten. Erführer! Adolf Hitler. Nur Unmengen von Haarfarbe und Make-up war es zu verdanken, dass dieser mitsamt seiner Ginger-Partei NSDAP 1933 an die Macht kam, was mit einem Völkermord endete. Und wieso das Ganze? Damit er und seine Anhängerschaft sich das Blut und die Seelen von Millionen von Menschen einverleiben konnten. Zum Glück fand diese Terrorherrschaft 1945 dann mit dem Tod des Obergingers in Berlin ein jähes Ende. Doch seine Partei lebt heutzutage noch immer unter anderem Namen weiter. Wie? Ihr glaubt nicht, dass das alles Ginger sind? Habt ihr euch denn wirklich noch nie gefragt, weshalb die Anhänger dieser Partei allesamt kahlrasierte Köpfe haben? Tja, Haarfarbe ist nun mal teuer. Doch kommen wir nun einmal zur wichtigsten aller Fragen. Wie erkenne ich, ob es sich bei einer Person denn jetzt um einen harmlosen rothaarigen oder einen gefährlichen Ginger handelt? Hierfür gibt es eine recht einfache Methode. Da Ginger von sich aus über keine eigene Seele verfügen, haben sie auch kein Spiegelbild. Wenn ihr jetzt also wissen wollt, ob ihr eurem rothaarigen Kumpel gefahrenlos die Hand geben könnt oder ob ihr schon mal den Scheiterhaufen vorheizen solltet, genügt der Blick in einen einfachen Handspiegel oder eine andere reflektierende Fläche wie eine Fensterscheibe bereits aus. Nach diesem kurzen Informationsvideo solltet ihr jetzt alles Notwendige wissen, um euch vor der Volkskrankheit Ginger zu schützen. Solltet ihr aber zu der Bevölkerungsgruppe gehören, die Suppe der Weißer mit einer Gabel gegessen hat, während sie an Parkinson erkrankt ist, haben die Verse und Vocal hier nochmal kurz alles für euch zusammengefasst. Das hier geht raus an alle Member der Familie Weasley, deren Visage rot und ausgelutscht ist wie eine Beefy. Ein paar von denen sieht man sogar häufig leider auch am Rappen. Doch die Hexen kann man alle auf den Scheiterhaufen stecken. Alter, keiner braucht die Deppen, Mann, ich gebe es auf. Für jede Sommersprosse haben die doch eine Seele geklaut. Jeder von denen ist mit Sicherheit eine räudige Tunte und seit Geburt an automatisch mit dem Teufel im Bunde. Sehen sie das Sonnenlicht zerfallen, sie gleich in ein paar Stücke. Hebt das mal auf, als wenn ich mich für einen Ginger bücke. Wenn sie bei dir sind, wundert dich nicht, wenn die Festplatte fehlt. Damals im Sportunterricht wurden sie als Letzter gewählt, weil die Muschis meistens leider einfach keine Hoden haben. Sieht man zwischen ihren beiden Beinen einen roten Faden, eines Tampons, so würde ich mal grad vermuten. Wenn ich die sehe, denke ich immer, ihre Haare bluten. Ich fühle mich von denen bedroht, ihre Gene, ihre Seele und ihr Leben ist rot. Ich bitte Louis die Nadel, trotz seinen blutigen Haaren einfach die Fresse zu halten, um meine Schuhe zu tragen. Yeah. Ich fühle mich von denen bedroht, ihre Gene, ihre Seele und ihr Leben ist rot. Verrückte Mongos an jeder Ecke, wir ziehen in den Kampf, für sie verlieren bis zum Ende. Jeder Weasley wird verbrannt.